Hallo liebe Freunde, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge auf unserem Kanal Abenteuerphilosophie. In einem der vorherigen Beiträge haben wir uns mit Helden beschäftigt. Ich habe euch dazu mal den Beitrag eingeblendet. Helden wie Aeneas. Doch bevor er ein neues, ein besseres Troja gegründet hat, musste Aeneas viele Abenteuer bestehen. Hat er diese Heldentaten alle alleine vollbracht? Die Antwort ist nein. Obwohl ein Held meist der Protagonist einer Geschichte oder eines Mythos ist, geht er den Weg nicht allein. Er wird begleitet von einem oder mehreren Gefährten, Freunden oder Kameraden, ohne die jedes Abenteuer zum Scheitern verurteilt wäre. Darum beschäftigen wir uns heute in diesem Beitrag mit den Gefährten eines Helden, die nicht weniger wichtig sind für ein Happy End. Doch viel wichtiger als ein Happy End ist, dass sie uns auf dem Weg begleiten. Denn ihr wisst ja, der Weg ist das Ziel. Auf den ersten Blick ist unsere Welt voll von Helden, sei es in alten Geschichten, in Filmen oder auch im Alltag in den Nachrichten. Heute möchte ich euch die Gefährten vorstellen, was einen Gefährten auszeichnet und was ihn mit einem Helden verbindet. Da hätten wir Patroklos und Achilles aus der Ilias von Homer, der Kampf um Troja. Oder Sam und Frodo aus Herr der Ringe. Sancho Panza und Don Quixote, das sind die, die gegen Windmühlen gekämpft haben. Es gibt viele weitere Beispiele, aber was sie alle gemeinsam haben ist, dass zwischen einem Helden und einem Gefährten eine besondere Verbindung, ein Band besteht. Fangen wir an mit Patroklos und Achilles. Sie verbindet die Freundschaftsliebe. Achilles, der Held der Griechen, der gegen Troja gekämpft hat, werden bestimmt viele von euch aus dem Kino oder aus der Geschichte kennen. Doch wer nochmal war dieser Patroklos? Patroklos ist einer der griechischen Kämpfer vor Troja und ein Freund und Waffengefährte des Achilles. Was ist ein Waffengefährte? Das Wort Gefährte stammt aus dem Mittelhochdeutschen für Gewährte oder Althochdeutschen Gefährto und bedeutet, der mit einem zusammen reist oder fährt. Also ist ein Gefährte jemand, mit dem man durch Freundschaft oder gleiche Lebensumstände verbunden ist. So einen begleitenden Freund nennt man auch Kamerad. Das Wort Kamerad wiederum kommt aus dem Lateinischen, camera, für gewölbte Decke, also Gewölbe oder eine Kammer, und bedeutet somit jemand, der sich zusammen mit einem eine Kammer teilt. Nun haben Patroklos und Achilles sich keine Kammer geteilt, sondern ein Zelt vor der Belagerung vor Troja. Achilles und Patroklos verbindet eine tiefe Freundschaftsliebe. Hier verschmelzen die Liebe und die Freundschaft zu Freundschaftsliebe, die im antiken Griechenland als Philia bezeichnet wurde. Als Achilles beschließt, sich vom Schlachtfeld zurückzuziehen und nicht mehr zu kämpfen, folgt Patroklos ihm. Doch nach einiger Zeit will Patroklos seinen anderen Kameraden helfen und kehrt aufs Schlachtfeld in der Rüstung von Achilles zurück. Im Kampf wird er dann von Hektor, dem Helden der Trojaner, der ihn für Achilles hält, getötet. Achilles ist nun voll von Schmerz durch den Tod seines geliebten Freundes. Er entsagt dem eigenen Zorn und kehrt in den Kampf zurück, um Patroklos zu rächen, und leitet somit die Wende im Krieg ein. Hier zeigt sich eine der Stärken des Gefährten, die gegenseitige Motivation in schwierigen Situationen. Das Wort Motivation ist auf das lateinische Verb movere, bewegen, antreiben, zurückzuführen. Also die Motivation kann ein gegenseitiger Motor und so einen selbst über die eigenen Grenzen hinweg bewegen und antreiben. Sie gibt Achilles extra Kraft und einen Grund zu kämpfen. Diese enge Freundschaft zwischen Achilles und Patroklos beruht auf dem gemeinsamen Erlebten. Das, was man zusammen durchgemacht hat, Leid und Glück, das schweißt zusammen. Man wird eine Einheit, man wird eins. Und diese Einheit bleibt für immer, manchmal sogar über den Tod hinaus. Achilles, weil auch er vor Troja im Kampf stirbt, wird zusammen mit seinem geliebten Freund Patroklos in derselben goldenen Urne bestattet. Somit sind sie über den Tod hinaus vereint. Sam und Frodo, sie verbindet die Treue. Sam ist ein treuer Freund. Seine Berufung ist die des Gefährten von Frodo. Ohne ihn hätte Frodo sicherlich die Reise zum Schicksalsberg nie erfolgreich beendet.
Treue? Deswegen, weil Sam durch alle Schwierigkeiten und Gefahren hindurch an der Seite von Frodo bleibt. Die Treue ist eine Tugend, welche die Verlässlichkeit eines Menschen gegenüber einem anderen ausdrückt. Sie basiert auf gegenseitigem Vertrauen und ist eine innere, feste Bindung einer Person zu einer anderen. Sie gibt uns Kraft, auch in schwierigen Situationen einander zu helfen. Sam zum Beispiel schleppt und trägt Frodo einen großen Teil des Weges zum Schicksalsberg. Jemand, der das Gleiche durchgemacht hat, versteht als Einziger, wie es in einem im Inneren aussieht. Oder in dem Glauben, der vom Spinnengift betäubte Frodo sei tot, nimmt Sam den Ring und das Schwert von Frodo an sich. So macht sich Sam selbst zum Ringträger, als Frodo nicht mehr in der Lage dazu ist. Sam als Ringträger nimmt die schlimmen emotionalen Lasten, den Ballast des Rings, auf sich. So teilen sie sich das Leid und die Anstrengung, die der Ring verursacht. Man sagt ja auch, geteiltes Leid ist halbes Leid. Kameradschaft bedeutet hier, das Schwere leichter zu tragen, weil die Gemeinschaft trägt. Weil die Gemeinschaft trägt. Ein schöner Gedanke, oder? Die Treue zeigt sich auch, als Sam ohne zu zögern gegen die Orks kämpft, um den gefangenen Frodo zu retten. Er handelt vollkommen uneigennützig und einfach nur, weil er seinen Freund Frodo nicht im Stich lassen will. Er hilft Frodo um jeden Preis und ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Es scheint ihm egal zu sein, dass er oftmals sein eigenes Leben dabei riskiert und über sich hinauswächst, beziehungsweise hinauswachsen muss. Ein Held und sein Gefährte wachsen aneinander und an den gemeinsamen Proben. Sancho Panza und Don Quixote. Sie verbindet die Ergänzung in den Gegensätzen. Ein Held ohne Gefährten ist wie ein Himmel ohne Sterne. Auf der einen Seite die dunkle Nacht und auf der anderen Seite die hellen leuchtenden Sterne. Ein Gefährte hat meist andere Fähigkeiten und ergänzt so den Helden. Er ist die andere, die erdende, ausgleichende, die entgegengesetzte Kraft. Diese Idee gibt es in der antiken Philosophie und ist ein schönes Beispiel einer Freundschaft, bei der jeder das einbringt, was dem anderen fehlt. Sie sind grundverschieden und dennoch benötigen sie aneinander, um zu wachsen. Sancho ist in jeder Beziehung das Gegenteil von Don Quixote. Er ist lang, dürr, in idealistischen Träumen versponnen und vermeintlich furchtlos. Sancho dagegen, klein, dick, praktisch und mit einem gesunden Menschenverstand denkend und ängstlich. Am Anfang ihrer gemeinsamen Reise geht es Sancho um eine Belohnung, Statthalter zu werden des Königreichs, was beide erobern. Aber in den gemeinsamen Abenteuern entwickelt sich ein Band zwischen ihnen. So verschieden sie auch sind, es entsteht eine starke Kraft, die ihnen Energie gibt, um den kommenden Abenteuern gemeinsam die Stirn zu bieten. Eine Kraft, die sie zusammenhält. Die Harmonie der Gegensätze. Es ist ein Segen, Freunde an seiner Seite zu haben. Dankbarkeit, den Weg zusammen zu gehen und den Weg zu teilen, ist nun ihr Ziel. Sancho sagt, eine so enge Freundschaft, ich bin treu, es ist unmöglich, dass ein anderer uns scheidet als der Tod. In den alten Traditionen waren Helden Vorbilder für die jungen Generationen, an denen man sich orientieren konnte, die einen motiviert haben, auch ein Held in seinem eigenen Leben zu werden. Heute gibt es überall Superhelden, im Sport, im Kino und so weiter. Und dennoch braucht unsere heutige Gesellschaft noch viel mehr Helden und vor allem Gefährten. Wir brauchen diejenigen, die ohne großes Blitzlichtgewitter sich in den Dienst der Gesellschaft stellen, so wie die Gefährten. Die Heimlichen, die Stillen, die vielleicht wahren Helden? Man kann durchaus behaupten, dass Sam im Vergleich zu Frodo der Held der Geschichte ist, auch wenn sich Sam in der Geschichte dessen überhaupt nicht bewusst ist. Es kann nicht jeder von uns der Held sein. Vielleicht liegt es einem auch gar nicht. Aber jeder von uns sollte ein guter Gefährte sein. Nun, wie kann ich ein guter Gefährte sein? Ein guter Freund? Ein guter Kamerad? Zum Beispiel über die Tugenden der Freundschaft. Sich üben in Geduld, in Rücksicht und in Treue. Dadurch gemeinsam eine Einheit bilden, sich gegenseitig akzeptieren, auch wenn man verschieden ist. Und nicht nur von Freundschaft reden,
sondern sie leben im täglichen respektvollen Umgang miteinander. Sie sollten die Filia, die Freundesliebe, miteinander leben. Der Weg ist nicht leicht. Dennoch versucht es. Denn zum Glück ist niemand von uns lange allein auf dem Weg. Den Entbehrungen gemeinsam ins Auge zu blicken und dabei das Selbst zugunsten des anderen beiseite zu lassen. So werden wir Freunde finden, die uns aufrecht stehen und mit viel Herz auf dem Weg begleiten. Wie es bei den drei Musketieren heißt, einer für alle und alle für einen. Dankeschön. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Bis zum nächsten Mal.